Was geht ab, Leute? Sane ist wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Alien Nation. Mordlicht. In Barrow befand sich das erste Radar-Array von Project Tristar mit dem Codenamen Nordlicht. Zum Glück wurde die Ausrüstung hier im Jahr 2009 kurz vor dem Blackout eingemordet und laut Ferndiagnose laufen die Systeme im Normalbereich. Anscheinend muss nur jemand den Schalter für die Energieversorgung umlegen. Meine Fresse, aus dieser Entfernung ist es alles echt ziemlich klein zu lesen. Na komm, bleiben wir doch einfach mal bei dem, wo wir schon waren. War ja ein guter Trupp. Nur, dass alle schnell durchgelaufen sind, aber sonst. Auf geht's! Wow! Das ist ein etwas stärker wie dieses Vieh. Mal gucken, ob meine Heilregeneration nicht läuft. Muss mein Leben überhaupt, also außer der kleine Balken da oben drüber. Naja. Hey, ich hab noch mehr Monster gepult, verdammt, oder? Verreckt, du Riesenviech. Was so alles gibt. Eins. Zwei. Oh, da ist ein Riesenei. Au. Aua. Ah, ist diese scheiß Artillerieschlag, oder? Komm schon. Da kommt noch mehr Mutanten auch noch. So. Das ist meine Spezialfähigkeit eingesetzt und das ist nichts. Hook! Sind noch irgendwas? Eben! Hey,
Wow. Ne? Was geht denn hier jetzt ab? Ah, okay, so einen Schlag habe ich jetzt drauf. Okay, komm, 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 komm. Boah, oh, der hat ihn umgeschmissen. Zack, dann decken wir. Oh, oh, Plasmaschrotflinte. Ah. Ah. Der Tage gefällt mir irgendwie. Looten. Weg mit euch! Boom! Na, komm, 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 komm! Da ist ein großer, 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 großer. Oh, kill ihn doch. Miau. Miau. Ah, die, ach, auf die Dinger muss man hier schießen wahrscheinlich. Durchschlitzen. Schieß! Oh, in der Luft zerfetzt. In der Luft genommen. Aber so richtig dumm. Wow. Das war knapp. Zack! Zack! Oh, großer, 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 großer! Oh! Nein, 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 nein. Hä?
hier keine Munition mehr. Oh. Holy shit. Ich kann hier nochmal Waffe wechseln. Hm? Ah, so kann ich Waffen wechseln, okay. Na, weiß ich das beim nächsten Mal auch. Da musst du da echt ein bisschen aufpassen mit dem Muni. Das ist ein cooler Aspekt, das ist ein cooler Aspekt. Muss man, kann man nicht einfach nur durchschnetzen, sondern muss echt ein bisschen haushalten. Jetzt mal die andere Waffe probieren. Monster. Ja, die MP gefällt mir irgendwie besser. Müssen wir eigentlich machen? Weiter zum Radar-Array, okay. Dann schauen wir mal. Ah, okay. Ja. Huch. Jetzt haben wir wieder Muni. Muni. Ihr kommt mir nicht weg. Schnetzel. schon gut. Wow. Oh, das ist knapp. Okay, los geht's. Oder auch nicht? Muni. Dalla. Muni. So läuft es. Ah. Jetzt habe ich es gepeilt. Was kommt hier? Zack. Zwei Flankenkrieg. Was ist das? Und so. Woo! Zack. Hopp, shop. Mission erledigt.
14 Minuten. Yes! Meiste XP erhalten. Ah, Kills Mittler. Und, Schüsse. Hab ich die meisten? Bam, was für, Alter, was für eine Präzision, ey. Boom, boom, boom. Aha, okay. Läuft. Platz 3 schon. Läuft bei mir. Ja gut, das war's jetzt auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet bei der nächsten wieder ein. Wenn es wieder heißt, Let's Play Alien Nation. Und jetzt noch zum Abschluss kurz die Ausrüstung angucken. Revolver oder Plasmaschrotflinte. Ja gut, Schrotflinte macht halt nicht so, aber Ausrüstungsboni, okay. Okay. Eine auf kurze Entfernung verheerende Flinte mit langsamer Feuerrate, große Streuung und enormer Durchschlagskraft. Oder hier, der Revolver. Eine Einzelschusswaffe mit großem Kaliber. Sie belohnt gutes Timing und Präzision. Ich glaube, den Revolver finde ich irgendwie cooler. Ja. So, dann haben wir noch bei Fähigkeiten, können wir was machen. Tarnung. Ich glaube, ich nehme jetzt mal den Artillerieschlag. Gerade am Anfang gegen viele Einheiten ist es wahrscheinlich besser. Die Tarnung werde ich wahrscheinlich erst gegen später brauchen, wenn die Gegner härter werden. Gucken wir mal, im Bestiarium muss noch. Ja, haben. Inkubator. Kreislauf des Lebens. Diese monströsen Alien-Gebärmütter stoßen unablässig Gegner aus, zumeist einfache Bugs. Keine aktiven Angriffe bringen aber Gegner hervor. Pionier, Schneise der Zerstörung. Diese chitin gepanzerten Ungeheuer basieren auf den gleichen genetischen Grundlagen wie die Bugs, sind aber viel größer und hinterlassen überall eine tödliche Spur aus ätzender Säure. Ihr dezentrales Nervensystem macht es zudem schwerer, sie zu töten. Beißen aus der Nähe, Säurespur. Und der Tilger, Metzelmaschine. Ein großes stationäres automatisches Geschütz. Seiner KI fehlt es an taktischer Finesse, was es allerdings durch seinen gewaltigen Schnellfeuerkanonen mehr als wettmacht. Schnellfeuersalve aus Plasma geschossen. Geil. Ja gut, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Like da und wir sehen uns auch bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Alien Nation. Bis dahin, viel Spaß und haut rein. Ciao.